Ich möchte noch mal darauf zurück, man nimmt Platon aus der Bibliothek und behandelt ihn im Seminar, gehört zum Curriculum, zu den Klassikern. Den Dialogbegriff von Platon etwas aufweichen, indem ich den Begriff von Foucault Diskurs nehme. Diskurs ist Philosophie ist ein Diskurs. Das heißt, es gibt bestimmte Regeln, ist nicht alles möglich, alles zugelassen, aber der Diskurs hat seine Grenzen. Ich nehme ein Beispiel aus meiner philosophischen Praxis. Ich habe erlebt, dass jemand sich bewirbt und den Namen Levinas nennt und er wird nicht eingeladen. Das ist zum Beispiel, der macht so, was Foucault natürlich macht, das ist nicht reine Sprachregeln, sondern es sind Machtpositionen durchsetzen. Ja. Das zweite Beispiel ist, jemand hat sich bei mir über den Krieg habilitiert und ich habe wirklich einen Kollegen gefunden, der sagte, da kann ich nicht mitmachen als Gutachter, Krieg ist kein philosophisches Problem. Ja. Da war es die Sanktion des Themas, Gewalt ist irgendwie, lassen wir das raus, das passt nicht so recht in den friedlichen Bereich des Miteinander, Konsens suchen und auch, also ich wollte nur sagen, das war eigentlich mein Weg vom Zwischenreich des Dialogs dann nochmal zu Platon kritisch. Es gibt keinen Dialog, wo alles gesagt werden kann. Es sind immer Diskursbedingungen da, sowohl was die Thematik angeht, wie auch wer da mitsprechen darf und was überhaupt berücksichtigt wird. Mhm. Und wie geht man mit den Rändern um? Und ich lese die platonischen Texte so, dass die Ränder vorkommen. Also Kallikles sagt einfach Sachen, das passt nicht da rein, also das Unpassende. Und dadurch wird der Dialog als ein die Stiftung des Dialogs, die immer wieder neu geschieht, ist nicht auf einem festen Boden. Wir haben die Gefahr, wir orientieren uns an, was ich Normalphilosophie nenne, wie Normalwissenschaft, es gibt auch Normalphilosophie, wo all diese Fragen sich nicht stellen. Keiner diskutiert darüber, Platon sollte irgendwie auch weitergelesen werden. Aber wenn man es dann ins Genauere geht, dann kommen also auch Abgrenzungen und das, was gesagt werden kann oder was nicht. Also ich habe Levinas einen Widerstand erlebt, das muss ich fast mit der Psychoanalyse sagen, von Kollegen, die sagen, das wollen wir nicht. Obwohl ein Jude ist, hat einen Bonus, da müsste an denken, der hat es dann leichter. Aber das habe ich erlebt und das hat nicht mit auf der argumentativen Ebene zu tun, wenn er sagt, du wirst mich nicht töten. Raus damit, das kann doch kein Satz sein, der in der philosophischen Text vorliegt. Also damit gehe ich um. Und Merleau-Ponty zum Beispiel, mein Lehrer in der Philologie, ich habe erlebt, dass jemand sich promoviert hat über Merleau-Ponty und hat als Kompliment bekommen, sie haben über einen unverständlichen Autor verständlich geschrieben. Über einen unverständlichen Autor, Merleau-Ponty, der doch einer, der in Frankreich einer, der lange Zeit bestimmt hat. Also dies Nebeneinander, es geht nicht den großen Dialog, sondern den Dialog, es gibt Diskursordnungen und die haben ihre Grenzen und da kommen auch Machtfragen hinein. Was finde ich wichtig? Ich finde das nicht wichtig. Also ist auch kein Wahrheitsargument. Das ist aber ein anderes großes Thema, das Sie erörtert haben. Also das ganze Feld innerhalb dessen Theorie überhaupt stattfindet und wie da die Machtverhältnisse, wie da Ordnungen aufoktroyiert werden. Und dass sich darin natürlich auch die Philosophie befindet mit ihren institutionellen Machtverhältnissen und Verfestigungen, die so offensichtlich sind, dass man sagt, möchte ich mit dem überhaupt irgendwas zu tun haben? Ja. Insbesondere, wenn man an die Sache der Philosophie denkt, gemeinsam die Wahrheit letztlich suchen und vielleicht an einigen Stellen auch was finden. Das ist also steckt so ein Ethos und auch Eros dahinter in dieser Tätigkeit, dass es schon erschütternd ist zu sehen, wie oft in der institutionellen Philosophie, aber in anderen Wissenschaften ist das ganz ähnlich, brutalste Eingriffe stattfinden, die jetzt im Augenblick nicht brutal aussehen, aber in ihren Wirkungen für die Einzelnen, die da philosophisch tätig sind, schon sehr, sehr heftig sein können. Und die Normalisierung, die Normalisierung in der Wissenschaft, in der Philosophie, beginnt auch in der Platon-Lektüre. Nehmen Sie als Sokrates, der sucht natürlich die Wahrheit, und da gibt es die Sophisten, die einfach so daherreden.
die Sophisten, ich habe mal ein ganzes zwei Semester lang nur gesprochen über Platon und die Sophisten, die Entstehung der Philosophie in Auseinandersetzung mit den Sophisten. Die ist ja nicht so, dass die Sophisten einfach Unrecht haben. Die betonen das aus ihrer Blumenberg-Tradition, die Rhetorik, die eine gewisse Kontingenz hat. Die haben die vertreten. Man könnte auch anders sprechen, nicht beliebig. Und da kommt ganz oft, sind die Karten gemischt, wenn du sich nicht an die Wahrheit hältst, dann ist es beliebig und dann ist die Rede sowieso leer. Wie oft zum Beispiel die Sophisten sagen, was Gerechtigkeit und Erzählen. Das ist nicht an sich falsch, dass nur das eine zählt, der eine Begriff. Man kann auch sagen, mit dem einen Begriff ist es so schwierig, machen wir eine narrative Philosophie, erzählen wir mal, wie jemand im Ilias auf dem Schlachtfeld ist, was er da tut. Und das sind die Karten etwas gemischt. Also im platonischen Dialog lese ich darin auch kritisch, dass dort die Karten werden gemischt, aber jetzt nicht gezeigt, dass sie gemischt werden, sondern sie sind. Die Fragestellung als Phänomenologe ist, ein Dialog beginnt damit, über welches Thema sollen wir sprechen. Das kann man auch nicht mit Wahrheitskriterien machen, sondern was machen wir, und das geschieht im Dialog auch zum Teil, worüber sollen wir sprechen. Und das sind Prozesse der Thematisierung, auch der Übergang. Also bleiben wir nochmal bei dem ersten Buch, Politeia, die kommt von einem Fest und Sokrates will nach Haus gehen, hat genug und sie sagt, komm doch mit. Und haben keine zwingenden Argumente. Es sind interessante Stellen, wo der Eingang in den Dialog nicht mit Argumenten gebracht wird. Du hast die Pflicht, dort mitzumachen. Nein, sie verlocken ihn, haben doch so schöne Sachen gehört. Ich habe Nietzsche zitiert, Verführung zum Leben. Es gibt auch eine Verführung zum Wort, die auch bei Platon da ist. Und dann beginnt das Gespräch. Und das kann man sagen, das hat nichts mit dem Gespräch zu tun. Aber es ist eine Verführung zum Wort. Und nochmal übrigens Platon überhaupt, wo ich ihn auch politisch interessant finde. Er hat im Gegensatz zu Aristoteles sehr viel darüber nachgedacht, die Verführungskraft von Ideen, von Bildern und von Ideen, die Verführungskraft auch im Politischen. Und hat sie auch ausgeübt, im Phaedrus auch. Da lockt man ihn in der Buchrolle. Komm, Sokrates, wir wollen jetzt sprechen, komm mit. Man verlockt ihn. Und das sind Momente der Initiierung, die nicht auf Argumenten beruhen. Und dann beginnt es. Deshalb, wenn man sagt, was ist ein Dialog, da werden Begriffe definiert und wird argumentiert und widerlegt. Das ist völlig kurz gegriffen, was es geht. Wie, über was spricht man? Wie spricht man? Wen lässt man zu? Und das andere noch, das geht auf das, was Sie vorhin gesagt haben mit dem Leser, das betrifft aber auch den Autor, dass es wird zum Beispiel zitiert, ziemlich oft. Das kann man auch sagen, gut, zitieren tun wir alle. Aber wie viel Homer bei Platon reinkommt? Also, der Autor Bachtin spielt ja eine ganz große Rolle. Im ersten Kapitel dieses Buches, der russische Literaturtheoretiker, der die Vielstimmigkeit der Rede von der Literatur entwickelt hat, übrigens auch klassischer Philologe war nebenbei. Und da ist einfach die Vielfalt, das Zitieren ist ja nicht, man sagt etwas, der hat das und das gesagt, also man spricht über eine andere Rede, sondern Zitieren oft impliziert, man lässt jemanden zu Worte kommen. Ja. Und das Zitieren beginnt mit Fremdwörtern. Wenn Sie postmodern sagen, zitieren Sie irgendwas. Das ist ja nicht ein Wort, das im Duden steht. Und deshalb ist Bachtin ein einfacher Satz, den ich mit Platon im Hintergrund immer mitgelesen habe, zu Platon im Hintergrund mitgelesen habe, jedes eigene Wort ist ein halb fremdes Wort. Ja. Also, was Sie jetzt noch mal so erläutert haben, betrifft aber immer noch die Phänomenologie des Dialogs, auch in dem weiteren Feld von Machtverhältnissen, in denen das stattfindet, die Ränder des Dialogs, wie fängt es an, wie hört es auf, auch Brüchigkeit des Bodens. Der Punkt, auf den ich vorhin zurückkommen wollte, ist aber das Verhältnis des phänomenologischen Philosophierens zum Dialog. Oder ganz pointiert gesagt, der deskriptive Ansatz der Phänomenologie im Verhältnis zum Dialog. Wo hat da der Dialog seinen Platz? Und Sie haben gerade Bachtin kurz erwähnt. Ja. Sie zitieren auch dieses, in jedem Ding
steckt der Keim des Wortes. Ja, die Dinge spielen mit im ja, ne? Dostojewski auch. Das, ja. Ne? Und da ist ein ganz anderer Duktus da, der mich erinnert an den Zugang, von dem Heinrich Heine sagt, Goethe hätte ihn zur Natur gefunden. Also dieser schöne Satz von Heinrich Heine, wo er sagt, die Natur wollte wissen, wie sie aussieht. So erschuf sie Goethe. Schön, ja. Das bedeutet, diese Figur des Theoretikers, sage ich jetzt mal allgemein, diese Figur des Theoretikers entsteht, ausgestattet mit Sinnesorganen damit, und einem beweglichen Leib, damit er Naturerfahrung machen kann mit all den Sinnen und all seinen körperlichen leiblichen Gegebenheiten einerseits, andererseits ausgestattet mit einer Sprechfähigkeit, vielleicht sogar auch mit einer Zeichnungsfähigkeit, das ist aber dann ein anderes Thema. Und Goethe deshalb, weil nicht als der Autor von Dramen, sondern als der Naturforscher, der Forscher der Urpflanze, der Theoretiker des Lichts und so weiter. An das hat Heinrich Heine mit diesem vielleicht spöttisch gemeinten Satz sich orientiert. Und so ähnlich sehe ich es eigentlich auch, wenn Husserl sagt, wir müssen die stumme Erfahrung zur Aussprache ihres eigenen Sinnes bringen. Ja. Das bedeutet, in der Beschreibung sucht der Phänomenologe das zu artikulieren, anthropomorph gesprochen, was die Sache selber sagen möchte, aber da sie nicht sprechen kann, den Phänomenologen zu Hilfe ruft, damit das sprachliche Gestalt gewinnt, was in ihr selber, um mit Bachtin zu reden, als Wort schon darin steckt. Oder man kann das auch lateinisch sagen, res ipsa loquitur, die Sache selbst spricht. Das ist aber nicht kann, sind wir Helfer bei dem Umstand, dass die Natur und die Welt überhaupt, die Welt der Phänomene, und das heißt alles, nicht nur da sein will, sondern auch wahrgenommen und ausdrücklich dargestellt sein will. Also allerlei anthropomorphe Redeweisen sind da mit dem Wollen darin enthalten, die natürlich dann naheliegen, wenn man nicht so ganz genau weiß, was da eigentlich los ist. Ja, den Satz von Husserl, den ich auch oft benutzt habe, die noch stumme Erfahrung zur Aussprache ihres eigenen Sinnes zu bringen, ist ja ein vertragter Satz. Wenn es eine stumme Erfahrung ist, wieso soll sie dann einen eigenen Sinn bekommen? Das ist das Problem. Entweder ich produziere die Wörter über die Dinge, die irgendwie nur mitspielen, oder es ist alles schon gesagt in den Dingen. Foucault hat auf diese Aporie hingewiesen, wenn man so vorgeht. Der Weg dazwischen war, wie Merleau-Ponty diesen Satz interpretiert, man bringt zur Sprache, was noch nicht Sprache ist. Es ist genau der Übergang, ein Schwellenphänomen, was ein Autor tut, was ist, Schreiben heißt, etwas zur Sprache bringen, was nicht schon dort steht, aber durch das, was damit begegnet, in Gang gesetzt wird. Ich komme noch mal zu Platon zurück. Man kann sehr viele Fragen an einen Text stellen. Worüber spricht er? Welche Mittel benutzt er? Welche Sprechweise? Aber es ist auch die Frage, wovon ausgehend schreibt er? Und ich komme nach Platon, das wird meistens überlesen, das zweite Buch Staat, wo es darum geht, was ist Gerechtigkeit? Ist so die Grundfrage in dem Staat. Und wie fängt er an? Nicht mit Definition, sondern er beschreibt einen Gerechten, der umgebracht wird, wie Sokrates, wo sein Sokrates-Erlebnis sozusagen reinbaut, wie eine Intarsie in ein Bild. Und die ganze Politik lese ich nicht wie so, also Staatsbauten, so sagen, was Konstruktives, sondern ein Antworten auf eine Gewalttat, die ihm so nahe gegangen ist, sodass das Ganze ist eine Antwort darauf, wie ist eine Welt möglich, in der nicht umgebracht wird. Die Frage ist, wo Sokrates dann später vorkommt, das ist eine weitere Frage. Aber der Ausgangspunkt ist, das ist, was ich Pathos nenne. Oder nehmen Sie den Trojanischen Krieg, den Homer haben die Griechen ja wie die Bibel
gelesen. Der Trojanische Krieg, da hat ein Krieg stattgefunden. Davon ausgehend ist dann die ganze Ilias geschrieben. Ja. Und der Ausgangspunkt ist genau, was ich ein Pathos nenne, oft auch ein gewaltliches. Etwa die Blechtrommel von Grass hat ihren Höhepunkt in der Belagerung der Post in Danzig. Also auch ein Gewaltakt. Und dann entwickelt sich darüber. Das ist also ein Gesichtspunkt. Ich sage nicht der einzige. Die Frage, welchen Mittel man beschreibt und welche narrativen Mittel man benutzt, ist die eine Frage. Aber die andere ist eigentlich, was treibt einen einfach dahin? Bei Kafka wunderbar die Forschung des Hundes, der plötzlich die Hunde da Musik machen hört und weiß gar nicht, was ist. Aber die Frage ist, was treibt sie eigentlich, das zu tun? Nicht Musik, was spielen die dort, welche Instrumente, das wissen wir schon, hier Musikbetrieb und Musikgeschichte und allem. Was treibt sie überhaupt? Wovon lebt der Mensch? Lebt er von Musik? Und das ist, nenne ich das Pathische, das, was antreibt, wie das Staunen nicht irgendwie ein Anfang ist, irgendwann ist mal was passiert, sondern ist genau wie eine Initiation, in der Mysterien heißt Initiation, wo eine Frage in Gang gesetzt wird. Aber es muss doch dann, also wenn diese, Sie beschreiben jetzt den Anfang dessen, wie es losgeht. Ja. Was dann aber weiterläuft, und da gebe ich Ihnen durchaus recht, weiterhin immer getragen ist von diesem anfänglichen pathischen Staunen, ist doch dann die Frage, was ist das? Was ist da los? Was hat es damit auf sich? Und es kommen dann Beschreibungen von Sachverhalten, bei denen der Dialog sozusagen erst nachträglich dazu kommt. Denn die Beschreibung von Sachverhalten oder diese stumme Erfahrung zur Aussprache ihres eigenen Sinnes zu bringen oder das Wort, das in den Dingen liegt, ausdrücklich zu machen, ihm zur Sprache zu verhelfen, das ist ja auch kein einmaliger Akt, wo man sagen kann, ich schaue mir das an und sage, wie es ist, sondern ich schaue mir es an und versuche zu erfassen, was da ist und was sich da abspielt und welche Formen dieses annimmt und mache einen ersten Versuch. Fast so ähnlich, wie wenn wir uns an einen Namen, den wir vergessen haben, gemeinsam zu erinnern versuchen. Dann sagt einer, ja, der hieß doch so ähnlich wie Tugendbold oder so ähnlich. Der andere sagt, nein, Tugendhaft. Dann sagt er wieder, nee, aber wir sind ganz nahe dran. Nahe dran sein heißt es eigentlich schon wissen. Ja. Und dann wird es gesagt, und der Philosoph ist doch Tugend hat. Und so meine ich, dass der phänomenologische, der Ort des Dialogs in der Phänomenologie nicht in eine Art Zwiegespräch ist, wo man sagt, hier verzahnen wir uns irgendwie so in Frage und Antwort und Rede und Widerrede, sondern eher so als eine Art, was möchte ich sagen, Bewegung in die gleiche Richtung, bei der wir noch gar nicht wissen, ob sie die richtige ist. Es gibt da auch also keinen, der eine Niederlage erleidet, sondern man freut sich hinterher, dass es gefunden worden ist, auch wenn der andere es war, der dieses letzte Stückchen, was da noch nicht stimmte, gefunden hat. Und selbst dann, wenn wir sagen, jetzt sind wir schon ganz nahe dran, aber jetzt aus Zeitgründen müssen wir jetzt aufhören, aber wir bleiben da dran, wir kommen da nochmal zurück, wir nehmen das nochmal auf, sodass der Dialog in der phänomenologischen Untersuchung ausgerichtet ist auf das Gelingen der Deskription, in der der Theoretiker der Welt sagt, wie sie aussieht, wenn man das in dieser großen Allgemeinheit sagen will. Also da würde ich ein Stück radikaler ansetzen, nämlich was das Pathos angeht. Es ist die Grundfrage, was ist das? Das ist sozusagen die Frage, was ist gerecht? Das kommt also immer wieder als Ausgangspunkt. Nietzsche macht die Bemerkung, wenn ich schon ausgehe von der Frage, was ist das, dann habe ich schon die ganze Metaphysik drin. Ich setze nämlich voraus, es gibt einen Bestimmungsrahmen, in dem ich sagen kann, was es ist. Wenn Sie aber starke Erfahrungen nehmen, Widerfahrenisse, wie
der Tod, Gewalt, da ist nicht etwas, das man beschreiben kann, sondern es kann etwas zur Sprache bringen, heißt nicht etwas nur beschreiben als ein Tatbestand, da ist gar nicht etwas. Und das, man kann das eigentlich nur indirekt nehmen als das, wovon wir ausgehen, wenn wir davon sprechen. Und das, es gibt etwas, was ungeregelt, unsagbare, von der die Erfahrung ausgeht, die natürlich nur in den Antworten, in der Verarbeitung drin ist. Aber die Verarbeitung in der Antwort geht von etwas auf, was nicht schon in der Sprache ist. Ich erinnere die Zeit, Linguistic Turn, wir Philologen waren da immer etwas zurückhaltender, aber Gadamer war auch groß drin. Ich erinnere mich, ich habe einen Vortrag gehalten, Philologischen Gesellschaft, und habe über Zwischensinn zwischen den Zeilen gesprochen. Das war in München noch, weiß nicht wann, einige Zeit her. Und Habermas da drin und sagt, jetzt haben wir auch den Linguistic Turn gemacht. Mhm. Ich war ganz erschrocken. Ich wollte ihn nämlich gar nicht machen. Und warum nicht? Weil Linguistic Turn voraussetzt, dass alles schon in der Sprache ist. Und was wir darüber gesprochen ist, das Unsagbare, dass etwas zur Sprache kommt, nie vollkommen zur Sprache gebracht wird. Das ist auch der Grund, warum man immer wieder zurückgeht auf bestimmte Ereignisse. Aber so hat auch, glaube ich, haben sich weder Bachtin, wenn er sagt, dass der Keim des Wortes steckt darin, in dieser Metapher oder auch Husserl, diese stumme Erfahrung zum Ausdruck ihres Sinnes zu bringen. Da ist schon eine gehörige Portion Vorsicht enthalten. Es ist also nicht so, dass fertige Wörter und eine fertige Syntax schon präsent wären. Und man sagt, jetzt machen wir die Schachtel nur noch aus und auf und tun dieses raus. Sondern es ist durchaus ein schwieriger Transformationsprozess, der da stattfindet. Und auch das fängt schon am Anfang an mit den Fragen. Es wird eben nicht nur gefragt, was ist das? Das kann gelegentlich die richtige Frage sein und sie ist es sogar oft. Aber auch andere Fragen wie, was ist hier los? Was geht hier vor sich? Was hat es damit auf sich? Was spielt sich hier ab? Und diese Was-Wörter gehen nicht auf ein bestimmtes Subjekt, sondern man weiß noch gar nicht, was ist. Ja? Sondern man merkt nur, ein diffuses Feld, fast so wie beim Schachspiel, wenn die ersten Züge getan sind und man den Eindruck hat, ja, die ersten drei Züge, da war dieses noch klar, aber jetzt wird alles so diffus, dass ich mich nicht mehr auskenne, aber es müssen weitere Züge gemacht werden und hoffentlich kommen wir mit unseren weiteren Zügen, indem wir uns im Dialog gegenseitig korrigieren, diesem näher, was wir als das Wort in den Dingen vermutet hatten oder Keim des Wortes, das so blühte gebracht werden soll oder was, mit welchen Metaphern man diesen Transformationsprozess von dem, was schon da ist, zu dem, was dann gesagt wird, wie immer man diesen darstellen will. Es darf ja nun nicht so sein, dass da vorher gar nichts ist. Nein, aber es ist nicht etwas. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, was ja auch bei dem Höhlengleichnis eine Rolle spielt, der Blick etwa. Der Blick, ich kann den Blick nicht sehen, der Blick ist unsichtbar. Warum? Mhm. Natürlich kann ich die Augen beschreiben und ich kann die ganze Situation beschreiben, aber der Blick ist das Ereignis des Gesehenwerdens. Und von mir gesehen, jemand sieht mich, ich schäme mich, ich gerate in das Blickfeld des anderen. Da gibt es nicht etwas, das ich beschreiben kann und dann sagen, ich schäme mich. Sondern das ist etwas geschieht, das Sichtbarwerden, wie das zur Sprache wird, ist ein Ereignis, von dem ausgehend man dann auch sich fragt, wer ist das und was tue ich und so weiter. Ja. Die Scham zum Beispiel, das wird fast, mein Lehrer Kuhn hat das übrigens auch reingemacht, kommt öfters bei Platon vor, man schämt sich, ganz merkwürdige Sache. Beim Argument ist so, ob ich mich schäme oder nicht. Entweder ist das Argument zügig oder nicht. Im Diskurs in Frankfurt schämt man sich überhaupt nie. Während wenn die Dostojewski sagt, wie schämlich unauffällig, noch weiter, der Idiot, ich schäme mich für dich. Es geht noch so weiter. Und weil das Schämen ist, als was tritt man auf? Das ist nicht also eine Klassifizierung, die ist richtig oder falsch, wie man überhaupt zur Erscheinung kommt. Das kommt auch ziemlich häufig vor bei Platon, dass sich Schämen, also das ist, betrifft die selbst, als was erscheint man? Mhm. Und nicht, ist es jetzt falsch, was ich von dir denke, oder ist es richtig? Mhm. Und das finde ich immer, also Antworten heißt, ich beginne woanders. Was ich sage, natürlich beginne ich nicht beliebig. Es kommt irgendetwas wie der fremde Blick oder ein plötzliches Schockereignis, von dem aus wie ein traumatisches Ereignis. Und davon ausgehend entfaltet sich eine Sprache. Aber ich sage am Anfang, ich habe das fast biblisch formuliert, am Anfang war die Antwort.
Und nicht das Wort. Ja, ja. Das Wort, das ich nehme, ich ergreife. Sondern die Antwort ist, da spricht immer schon einer in mir, der etwas von mir will. Das muss nicht ausdrücklich in einem Dialog geschehen. Das kann auch sein, die Eltern wollen immer noch was von uns. Und es kann also auch ein stummes Gespräch sein. Ja.